Guten Morgen. Wir haben gerade in unserem Airbnb gefrühstückt. Kann ich mal ein bisschen rumzeigen. Wir haben eigentlich wieder ein ziemlich nices Zimmer. Genau. Jetzt geht's weiter zurück nach Marrakesch, wo wir unser nächstes Airbnb haben. Unterwegs mal sehen, was wir da treiben. Mal hier noch ein bisschen rein zeigen. Auch geil. Dusche und Klo ohne Abtrennung, aber naja, wenn wir hier rausgehen, kommt das so ein bisschen, also das hier ist so ein traditionelles Lehmschloss, kommt man in so einen Vorraum, unten gibt es Essen und Zeug, eigentlich ziemlich nice. Die Türen sind, wie ihr es mal seht, so breit wie ich. Kann ich vergessen, aber die Höhe geht hier gerade noch so. Naja, see ya. Guten Morgen aus Skurra. 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 Wir haben den Morgen gut gestartet. Wir haben gestern Abend noch zwei kennengelernt. Er kommt auch aus Deutschland, aus Bochum. Seine Freundin war es, glaube ich, aus Warschau oder Polen auf jeden Fall. Mit denen sind wir noch ein bisschen durch Skurra gelaufen. Dann sind wir auch wieder relativ zeitig ins Bett. Heute Morgen gab es das typische Frühstück, also mit Fladenbrot, so Blätterteigfladen, Datteln. Ne, was waren keine Datteln, ne? Was war es denn? Datteln. Waren es Datteln? Okay, es waren wohl Datteln. Marmelade, Kaffee, Butter, Marmelade. Da haben wir gut gefrühstückt. Und dann haben wir gestern unseren Host noch gefragt, also dem, der das Hostel gehört, wie die Passroute aussieht. Wie hieß die? Ja, einfach eine andere Route übers Atlasgebirge, und er hat gemeint, das sei eine Scheißstraße. Deswegen fahren wir jetzt wieder den alten Weg zurück. Den alten Weg zurück und gucken mal, wie die Schneesituation ist. Hat wohl mehr Schnee, aber die Straßen seien frei. Ja, jetzt schauen wir mal. Und jetzt fahren wir noch ein bisschen durch Skurra. Kevin, was haben wir jetzt insgesamt gezahlt? Wir haben gezahlt für Übernachtung, also zwei Doppelzimmer mit Heizung, Bad, Pipapo, Internet und Frühstück haben wir pro Person 7,50 gezahlt, also eigentlich ganz stabil. Ja. Was haben wir fürs Abendessen gezahlt? Abendessen hat gekostet, glaube ich, 7 Euro pro Person oder sowas. Genau so viel. Wir haben 390 gezahlt. Eigentlich. Also, oder? 390, da waren aber auch noch Dings dabei. Kurtaxe von Kurtaxe und Faxen. Kurtaxe. 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 Ja. Ja, und. Ja, ich bin gerade aus Deutschland. Und 10 Cent Putzgebühr. Ah, okay. Alter Latz. Sorry. Genau. 10 Cent Putzgebühr. 10 Cent Putzgebühr dafür, dass wir unser ganzes Zimmer putzen. Ja. Also zwei Zimmer. 5 Cent pro Zimmer. Ach was, 10 Cent insgesamt. Ja, 10 Cent insgesamt. Und wir geben 5 Euro Trinkgeld, jetzt rechnet mal. Ja. Genau. Und jetzt fahren wir weiter. Ja. Sehen euch später. Yeah.
Ich soll gerade wie lachen. Der Niki hat seine Kameras kurz ausgepackt. Da hörst du auch gar nichts. Ja. Vollgas Masimoto. Ja, du kannst aber sagen, was wir gerade gemacht haben. Ja. Du hörst aber nichts, wenn du hier sagst. Moritz, was haben wir gemacht? Oh, wir waren gerade im Pottfahren, eine Stündle. Und jetzt geht's weiter nach Marrakesch zurück. Letzte Nacht und dann. Nach Hause. Ah, für Niki zumindest die letzte Nacht. Ja. Und da links. Alter, wieder die Wolken drängen, Jungs. Wenn schon. Kevin, zeig mal. Was? What's going on in front of us? Da sieht man nichts. Zoom in. Klar, alter Niki. Danke. Warum zoomst du da nicht einfach hin? So, nach dem anstrengenden Quadfahren. Gehen wir erstmal wieder was snacken. Ja, das war echt anstrengend, ging voll im Daumen. Ja. Schon mal. Ja. Die Jacke. So, ein Stück. Ich wir waren jetzt Wattfarm, sind jetzt in einem Restaurant am Straßenrand gesessen, gönnen uns jetzt hier auf der Terrasse. Couscous, Alter! Wir haben das geilste Stück. Ja, natürlich haben wir das geilste Stück. Guck ihn mal an. Ey. Also, gönnen uns das jetzt hier. Alex hat die vegetarische Bratpfanne genommen. Ja. Ja, vegetarisches Hähnchen. Dienstagssonne, Mittwochssonne, Donnerstagssonne. Ja, fertig gegessen. Und da heißt es, also, dass wir ihm Bilder schicken. Echt? Ich habe gerade geschrieben. Alle bis auf Niki. Unsere Airbnb-Hosts fragen uns schon nach unseren geilen Bildern. Was ist? Ich muss, hilf uns bestätigen, dass du es genau bist. Genau. Wir gönnen uns immer noch ein bisschen Sonne. Das hier ein Sonnenbrand. So. I can size hier. Erstmal top, oder? Mhm. Mama, ich habe Couscous gegessen. Genau, und danach sollten wir dringend übers Atlasgebirge kommen. Da liegt Schnee des Zorns. Wir hoffen, dass wir es schaffen. Wir melden uns von da. Wir sind am Pass angekommen. Es hat haufenweise Neuschnee, der schon wieder am Wegschmelzen ist. Kevin, ich glaube, es ist ganz neue Neuschnee. So. Ich bin schon betagt, der Neuschnee. Ich zeige euch mal ein bisschen rum. Come on, motherfucker. Ordentlich Neuschnee. Eins nice Aufnahme. Alex raced hier schon wieder. Ich alle im Grund und Boden. Das war auch jetzt gleich um die Kurve pest. Das ist eine schwache Kurve. Leute, Grüße aus Afrika, gell? In zwei Tagen von der Sahara ins größte Schneegestöber.
Willkommen in unserem neuen Airbnb. Wir wollen euch mal kurz ein bisschen im Raum rumzeigen. Genau. Ziemlich cool, es hat Fenster und so, aber eigentlich ist das ja nur unser Badezimmer, weil das hier ist unsere Großraumdusche. Ich würde sagen, wir haben mal ein bisschen rum. Beziehungsweise Niki zeigt euch rum. Also hier schlafen wir. Das ist unsere Bude. Moritz und ich natürlich, in unserem schönen Hühnerbett. Ihr werdet am Start. Und wenn man da mal kurz rausguckt, ich weiß nicht, ob man was erkennt. Da ist der Pool. Heizung ist am Start und jetzt geht's weiter. Mega nice. Ziemlich geil. Genau. Es gibt 4 so Räume wie unsere. Die haben sogar einen hauseigenen. Es gibt mehrere Bedienstete, die sich um uns kümmern. Es gibt einfach alles. Wir haben gerade Abendessen bestellt, es gibt Bierchen, Wodka, alles, was es bis jetzt noch nicht gab. So, es gab schon Vorspeise und jetzt gibt es wieder die Tashinen, das ist traditionelle Aufbewahrung. Wow. Ding und da hat gerade irgendwas. Da hat gerade irgendwas gebatscht. Das ist ja. Teller verrissen. Das Teller ist gerissen. Das ist aber das drunter, oder? Ja, das ist drunter. Hä, wie hat's denn das? Ist schon ein bisschen warm. Hä? Ist gesprungen halt. Weil es nur auf einer Seite aufgeht, dann hat es wahrscheinlich jede Seite aufgeheizt und wie ich. Guten Appetit, Boys. Guten Abend, gute Nacht. Aus der Bude. Die Jungs fahren morgen weiter nach Essaouira. Moritz schläft schon. Ich gehe morgen am Flughafen, um natürlich dann übermorgen wieder um 6:30 arbeiten zu können. Ne? Stabil. Ja. Kevin und ich schlafen hier. Und ich zeige euch nochmal kurz, wie es draußen aussieht. War ziemlich cool. Wir haben jetzt gerade noch mit, ich glaube, der arbeitet hier halt. Kamel heißt der, oder Kamel, oder wie man es auch mal ausspricht. Mit dem haben wir noch ein bisschen Shisha geraucht. Ich glaube nicht, dass er Kamel heißt. Und uns relativ gut mit ihm unterhalten. Es war so ein Mix aus Französisch, aus Englisch, aus Deutsch, aus Gelächter und aus Google-Übersetzer. Aber wir hatten auf jeden Fall ziemlich viel Spaß und es war eigentlich echt gut. Moritz sagt noch gute Nacht. Gute Nacht. Nochmal. Gute Nacht.